ja? Ich gehe jetzt live, ich lege jetzt auf und du lässt es so, wie es ist. Es müsste jetzt schon der Live-Button sein. Ich bin nämlich schon auf Sendung, Jürgen. Weißt du? Du drückst... Doch, du kannst da jetzt, du müsstest jetzt sehen, dass... Entschuldigt, ihr Lieben, ich bin gleich bei euch, habe gerade den Jürgen am Telefon. Wir müssen das kurz nochmal mit Instagram klären. Also, du müsstest mich jetzt sehen, Jürgen. Siehst du mich? Genau, und jetzt drück drauf. Dann hole ich dich nachher. Wieder hat sich nichts verändert. Siehst du mich? Ich telefoniere mit dir. Siehst du das? Wie, ich bin schräg. Na, ich muss ja hochkant sein, Jürgen. Du musst ja das Handy hochkant machen. Wir sind ja nicht auf YouTube. Du musst hochkant. Gut, dass wir schräg. Jürgen, ich lege auf und begrüße die Leute und wir hören uns gleich. Okay? Super. Doch, ich nehme den... Die sehen mich doch, ich muss sie doch begrüßen. Ich nehme ihn natürlich gleich. Ja, ich grüße. Das soll ich ja nicht. Entschuldigung. Liebe, ich habe den Jürgen von der Lippe dran. Mit dem musste ich das nochmal klären. Ich möchte, ich begrüße kurz die Leute, Jürgen. Und dann, du drückst jetzt auf den Knopf live, Jürgen. Auf den drückst du jetzt. Und dann bist du quasi drin. Und wir sprechen gleich. Wie, es verändert sich nichts? Du, warte mal bitte. Jürgen, warte mal bitte. Jürgen, bleib mal bitte dran. Das kann doch nicht sein. Warte mal. Schau mal. Das muss... Warte. Bist du schon da? Jetzt musst du okay drücken. Jürgen, ich wollte noch für dich dekorieren. Bist du schon live? Jürgen, ich lege jetzt einfach auf, das Telefon. Ja. Du machst mich fertig. Pass auf, dann ist es jetzt, wie es ist. Hörst du mich? Du musst das Telefon auf laut machen. Ich höre dich nicht, Jürgen. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Du hast das Telefon leise gemacht. Ich höre dich nicht, Jürgen. Jürgen, rufst du mich nochmal per Festnetz an? Ich höre dich nicht. Ich habe keinen Ton, Jürgen. Ich höre nichts. Guten Abend, liebe Leute. Willkommen auf Ulig stillen Örtchen. Jürgen ist da, aber ich höre Jürgen nicht. Das heißt, Jürgen muss noch mal rausgehen, dass wir uns hören. Jürgen, hörst du mich? Du hörst mich nicht. Ich höre dich nicht. Jürgen, ich höre dich nicht. Jürgen ist stumm. Du bist stumm. Jürgen, du bist stumm. Mach mal seitlich den Lautstärkeregler an. Ruf mich noch mal auf Festnetz an. Warte, man hört dich nicht, Jürgen. Nein, wir hören dich nicht. Nein, niemand hört dich. Keiner hört dich. Während du mich noch mal anrufst, dekoriere ich für dich schon mal Luftschlangen, weil du das dritte Mal kommst. Ruf mich noch mal an, Jürgen. Ich höre dich nicht. Keiner hört dich. Warte, wir hören dich nicht. Schau mal. Hier mache ich was hin. Ich hatte keine Luftschlangen, aber ich habe noch Osterband. Schau mal. Du musst mich anrufen, Jürgen, weil wir hören dich nicht. Schau mal. Habe ich das schön gemacht? Jürgen, pass auf. Du drückst, ich werfe dich jetzt raus und du kommst noch mal rein, weil wir hören dich nicht. Du, ich höre dich nicht. Du kommst noch mal rein. Du bist verrückt. Ich lass dich jetzt, ich häng dich jetzt ab und du kommst noch mal. Du stellst noch mal eine Anfrage. Entfernen. So, dann begrüße ich euch ganz lieb, ihr Lieben. Das ist Ulig stilles Örtchen, endlich mal in Ruhe reden. Oh, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen. Es ist auch völlig egal, weil heute, ja... Jetzt bin ich mir aber natürlich total Sorgen, dass der Jürgen mich nicht hört. Warte mal, wir holen noch mal den Jürgen rein. Guck mal, ob es jetzt geht, wenn er jetzt kommt. Sonst muss er sein Telefon noch mal starten. Weißt du? Wenn er mich... Sag mal was. Eins. Ja. Ja, Jürgen. Weißt du? Man muss es können. Man muss es einfach können. Man muss es können. Das Schöne, pass auf. Ich muss dich jetzt noch mal...
geh doch noch mal, das ist doch sehr schön. Du gehst kurz aus dem Bild, lässt es genauso. Und ich kündige dich an und begrüße die Leute und dann kommst du wieder vors Bücherregal. Wie? Ich lässt das Bild. Ich soll weggehen? Du, nur zur Seite, damit ich dich ankündigen kann, Jürgen. So, ihr Lieben, heute kommt der Jürgen von der Lippe. Ich freue mich wahnsinnig. Und das Schöne ist, wir sind quasi schon bei ihm. Er ist nur noch nicht da. Er geht noch mal kurz auf stille Örtchen und kommt dann gleich wieder. In der Zwischenzeit möchte ich allen noch mal danken, dass ihr da seid und euch sagen, ich bin wieder in München. Ich bin auf meinem originalen stillen Örtchen. Gott, jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen. Und ich bin fertig. Ich hatte kein Papier. Guten. Du hast gesagt, ich soll noch mal machen und da musste ich auch. Ja. Und naja, gut. Gut, also, siehst du aus, Jürgen. Ich weiß. Das ist das Schöne an dir. Guten das Abend. Ist, ja, guten Abend. Ich freue mich. Hast du was zu trinken da, Jürgen? Ja, hier. Guck mal, wir haben die gleiche Farbe. Ja, was hast du denn da? Ja, ich habe wieder meinen Pfirsichmark gesöfft. Was trinkst du, Jürgen? Ich habe mir jetzt eine Notmischung gemacht aus Grapefruit, aus kalorienfreier Grapefruit. Kalorienfrei? Limonade, Tonic, einem Schuss Limoncello und einem Schuss Campari. Klingt nicht schlecht. Nein, ist lecker, erfrischend. Warst du denn mal Barmann im früheren Leben? Nein, mein Vater. Wirklich wahr? Mein Vater war, habe ich dir beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch erzählt. Außerdem weiß ja jeder. Er war Barkeeper in Aachens bester Striptease-Bar. Im Cortis. Und da habe ich meinen 16. Geburtstag gefeiert, im katholischen Aachen, mit feuchten Händen und feuchtem Schritt angesichts kaum bekleideter, wunderschöner Frauen. Und die haben für dich getanzt, Jürgen? Die haben nicht für mich getanzt, sie haben für jeden Idioten, der da rumsaß, getanzt. Das war ja ihr Job. Aber wenn dir eine schöne, unzureichend bekleidete, also nach katholischen Maßstäben unzureichend bekleidete Erwachsene. Also sie hatte die Brüste freigelegt. Nein, die waren nicht. Nein, die waren nur freigelegt, wenn sie tanzte, wenn sie praktisch Bardienst tat, das heißt, wenn sie animierte, dann trug sie aufreizende, aber doch Kleidung. Und wenn die dir ins Ohr flüstert, du bist also der Sohn vom Hänschen, dann wird dir ganz anders. Mein Vater hieß Hänschen. Echt? Ja, so nannten sie ihn zärtlich. Man kann darüber denken, wie man will. Sag mal, das ist ja interessant. Hat deine Mutter damit keine Probleme gehabt? Doch, die war auch so oft da, wie es ging, um aufzupassen. Aber ich wäre ja durchgedreht. Nein. Sag mal, warum bist du so leise? Weil du mich nicht laut gestellt hast, Jürgen. Pass mal auf, ich gehe jetzt wieder dran und dann wird wieder... Drück nichts, das ist ja gefährlich. Alles weg sein. Gibt es das Cortis noch? Nein, das gibt's nicht mehr. Es möchte jemand, dass du aufstehst. Ich soll aufstehen? Ja. Ich trage nur das T-Shirt. Das möchte man, glaube ich, sehen. Nee, ich denke nicht im Traum dran. Da müsste Bist man... du nackt darunter, Jürgen? Ich habe die Beine, die Füße habe ich in einem Eisbecken und alles andere wird über die Füße gekühlt. Ich habe hier ein paar Beruhigungsübungen liegen. Der Feueratem. Nein, manche möchten, deshalb wollen sie, dass du aufstehst. Entschuldige. Ja, weil sie erregt sind. Die sollen ja, sie sind nicht nur erregt. Das Problem ist, dass du etwas, ich möchte nicht sagen, zu klein jetzt bist, sondern dadurch, dass das Bücherregal mehr Platz annimmt als dein Kopf, laufen die Kommentare über dein schönes Antlitz. Ja, das hatten wir schon, das habe ich schon mal moniert. Aber wenn ich jetzt hier bin, nützt es ja auch nichts. Jürgen, das ist sehr schön. Ja, das geht aber nicht. Ich kann diesen Stuhl nicht höher stellen. Ach, du hast nicht so einen schönen Stuhl, den man so hoch und runter fahren kann? Nein. Was machst du denn? Ja. Jürgen, siehst du?
Guck mal. Du hast so ein bisschen am unteren Rand geklebt, möchte ich sagen. Was? Ja. Was redest du? Komm, wir fangen an. Ja, bitte, fang an. Wir machen Zusammensetzungen mit, möchtest du mit Nase, Sack oder Hose? Hose. Dann fang an. Ich? Ja. Wieso ich? Ja, weil einer anfangen muss. Und wem als erstes keins mehr einfällt, der hat verloren. Was soll ich denn machen, Jürgen? Ein Kompositum, ein zusammengesetztes Substantiv, in dem Hose vorkommt. Also Arbeitshose oder Hosenträger. Aha, Unterhose. Wollhose. Hosenfuchs. Hosenscheißer. Scheißhose. Oh Gott, nein, das gibt's nicht. Ungültig. Doch, es nein. Gibt Scheißhose. Es gibt die Scheißhose im Umgangswörtlichen. Badehose. Badehose. Traumhose. Bitte? Traumhose. Was ist denn eine Traumhose? Jede Frau da draußen, Jürgen, weiß, was eine Traumhose ist. Nur du nicht. Ach, du spinnst. Ich bin keine Frau. Du spinnst. Du suchst dir hier einfach Sachen aus. Hatten wir Arbeitshose schon? Hast du als erstes genannt. Okay, dann... Trainingshose. Vintage-Hose. Jetzt bist du weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich muss dich auf das Ding drücken. Wieso geht das dann weg? Oh Gott. Weil, Jürgen, ich kauf dir ein neues Handy. Das ist ein wunderschönes Handy. Ist noch keine 15 Jahre alt. Eben. Gabardinhose. Das gibt's nicht. Ach, Gabardin ist eine Stoffart, du. Ja gut, dann gibt's auch die Capri-Hose. Die was? Die Capri-Hose. Korthose. Hosenlecker. Aber ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Gut, lecker Hose. Hosenschlitz. Warte. Die kurze Hose. Hosenknopf. Lange Hose. Hosenfalte. Hosenkrümel. Anzughose. Oh, warte, was habe ich noch? Bäckerhose. Zimmermannshose. Oh, schreib doch mal schnell was, damit ich mir was einfällt. Jeanshose. Danke, Menigstein. Jürgen, ich will ein Kind von dir, schreibt eine. Jetzt können wir aufhören. Hose nee, runter. Jetzt machen wir weiter. Die Jägerhose. Schlaghose. Okay, Buntfaltenhose. Latzhose. Latzhose. Skihose. Hosentasche. Hosenbund. Windhose. Ich lese einfach vor, was die Leute schreiben. Großartig. Und die können das besser als wir. Ja. Marlenehose. Das Strumpfhose. Ist toll. Hey, Strumpfhose. Ja, aber auch die Marlenehose war toll. Marlenehose? Ja. Was ist das denn? So, die eine Dame hat gerade geschrieben, Marlenehose. Du weißt doch, was eine Marlenehose ist. Nein. Marlene Dietrich hat doch im blauen Engel. Ich wollte gerade Affen sagen. Im blauen Engel. Genau. Hat die doch so eine. Die hat doch immer diese hochgeschnittenen, weißt du, diese mit den A gestellten Beinen getragen. Nee. Entschuldige, wie hieß nochmal der Laden deines Vaters, Jürgen? Der Name meines Vaters. Nicht ein Händchen ist klar, aber der Laden. Der Cortis, die Cortis Bar in Aachen. Gibt es die heute noch? Das hat es schon gefragt und ich habe schon gesagt, nein, die gibt es nicht mehr. Wann ist die, Jürgen, ich möchte jetzt dazu was fragen. Wann ist die denn abgeschafft worden? Oh, das ist viele Jahre her. Das ist das ganze Gelände ist platt gemacht. Da ist, glaube ich, weiß ich nicht, ein Bürohochhaus drauf oder irgendwie. Das war in der Nähe vom Tivoli, vom berühmten Aachener Fußballstadion. Und dein Vater, war der nur Barkeeper oder gehörte ihm das heimlich? Nein, der war Barkeeper. Dann war der so ein ganz Fächer. Wie Fächer? Der hatte eine weiße Jacke und eine schwarze Hose und darüber eine weiße Schürze, fast bodenlang. Sah der denn so hübsch aus wie du? Anders. Aber ich habe, man sagt, ich habe viele Ähnlichkeiten mit ihm. Aber Ken, war er ein Mann der Öffentlichkeit in Aachen? Nein. Also er hat 6 Tage in der Woche gearbeitet, kam meist morgens um 10 Uhr
wenn Erbrechnungen und alles fertig waren, nach Hause, hat bis 4 Uhr geschlafen, hat gefrühstückt, hat um 18 Uhr zu Abend gegessen, es war um 19 Uhr wieder in der Bar. Hat er denn schon gearbeitet, bevor du da entstanden bist? Ja, er hat meine Mutter im Kurhaus in Bad Salzuflen kennengelernt. Da war er Barkeeper und sie war Diätköchin. Und dann hat er sie dreimal versucht zu küssen. Dann hat sie ihm dreimal eine Ohrfeige gegeben. Und nach dem dritten Mal hat sie dann eingewilligt. Ihn zu küssen oder ihn zu heiraten? Beides. Und der Storch ist bei euch gekommen? Ja, wenn du so möchtest, ist der Storch. Weil wenn der immer gearbeitet hat, ist es ja schwierig. Wer, der Storch? Nee, alles. Also ich meine, es muss ja sozusagen, ein Männchen muss ja zu einem Weibchen irgendwann gelangen, damit man... Du meinst Geschlechtsverkehr. Ja, hat wohl stattgefunden. Du bist dir aber nicht sicher. Doch, ziemlich sicher. Weil ich bin ja mit den physiologischen Voraussetzungen einer menschlichen Existenz bestens vertraut. Aber jetzt sag mir doch mal bitte, wieso Barkeeper, weißt du das? Er wollte eigentlich Bäcker werden, aber sein Vater, die waren ja 8 Kinder, waren Bauersleute in Stuckenbruck und er konnte ihm diese Kleidung nicht bezahlen. Und dann dann hat er sich halt irgendwie durchgeschlagen, war Vertreter, ist durch ganz Europa gereist, ich glaube mit Staubsaugern. Und hat dann irgendwo eine Ausbildung gemacht und war dann halt Barkeeper. Wieso müsste, das ist eine interessante Sache, musste man früher, um Bäcker zu lernen, dass die Klamotte mitbringen? Ja, so hat mir mein Vater das erzählt. Wir können das jetzt nicht mehr nachprüfen. Ja. Na gut, beim Bäcker wäre natürlich dein 16. Geburtstag auch dürftig ausgefallen, möchte ich sagen. Ja, da hätte ich wahrscheinlich jetzt schon eine Mehllunge. Hast du auch deinen 18. da gefeiert? Nein, da war ich schon beim Bund. Du warst beim Bund? Ja. Was warst du, Fallschirmjäger? Nee, ich hätte diese Ausbildung machen sollen, weil Offizieranwärter sollten die eigentlich machen. Und ganz kurz, bevor ich nach Schongau hätte fahren sollen, wurde das abgeschafft, weil sie irgendwie nicht genug Plätze hatten. Und deswegen habe ich nur eine Einzelkämpferausbildung. Das heißt, wenn wir auf der Straße überfallen werden, dann muss ich mich versuchen, 50 Jahre zurückzuerinnern, und wie man mit den Händen tötet. Nee, Quatsch, ernsthaft, habt ihr das gelernt? Ja, wir haben eine Nahkampfausbildung. Echt? Ja, also das war mit dem Töten war mehr theoretisch. Ihr habt echt, ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man lernt eigentlich eher die Waffe als Nahkampf. Nein, man lernt alles. Ich war ja 3 Jahre dabei. Das ist meine einzige abgeschlossene Berufsausbildung. Ich bin ja Offizier. Wirklich? Das war die linke Hand, das weißt du, ne? Darf man das? Nee, es war die rechte. Das ist doch nicht die rechte. Doch, Instagram ist spiegelverkehrt. Das ist jetzt meine linke Hand und deine rechte. Wieso dürfte man denn die linke nicht nehmen? Wenn Na, weil mit der rechten gegrüßt wird. Aber warum? Och, Elena, das Aber ist wenn man Linkshänder ist? Dann auch dann nicht. Auch dann nicht. Gut, okay. Aber das ist ja hochspannend. Und du bist gelernter Offizier. Ja. Wie viele Sterne sind denn das? Das ist einer. Also das ist nicht viel. Das ist die niedrigste Stufe. Entschuldigung, da schreibt gerade eine, das hätte sie dir gar nicht zugetraut. Das finde ich frech. Weil, also ich meine, man sieht dir doch den Offizier förmlich an. Nein, da hat sie schon recht. Ich war auch eine Fehlbesetzung. Ich habe nur aufgrund meines schauspielerischen Talents diese ganzen Lehrgänge bestanden und es hat mir auch nicht gefallen. Und ich bin auch nicht geeignet dafür. Aber sag mal, konnte man damals überhaupt schon Zivildienst machen? Nein, oder? Nein. Ja, doch schon. Aber man musste, wenn man Kriegsdienstverweigerer war, musste man dieses Verfahren durchlaufen. Ich habe übrigens von einem, und der musste aber so lange, bis er anerkannt war, bei der Truppe bleiben, musste aber keine Waffe anfassen. Und ich habe von einem, ich hatte in meinem Zug einen Kriegsdienstverweigerer und habe von dem Gitarre gelernt. Wir haben dann, ja. Universal Soldier haben wir dann gesungen. Kennst du den heute noch? Hast du noch Kontakt?
Wen? Den Gitarristen? Nein, nein. Wie, du musstest praktisch, man musste trotzdem zum Bund? Ja, man wurde eingezogen, dann hat man verweigert, dann gab es dieses Verfahren, dann musste man sich halt in Fragen stellen. Und wenn man dann anerkannt war, dann konnte man, machte man irgendwelchen Zivildienst. Und wenn man nicht anerkannt wurde, muss man halt weitermachen. Jetzt möchte jemand entschuldigen, dass du hier was vorliest. Ich kann nichts, nein, ich lese nichts vor. Ich werde gleich ein paar Bücher empfehlen. Aber Jürgen, können wir in diesem Atemzug, ich habe mir 77 Fragen ausgedacht. Ja, bitte. Und ich möchte dir sieben Stück stellen. Unbedingt, fang an. Könntest du mir denn sagen, guck mal, ich habe so eine schöne alte Klappe noch mit Taschenrechner. Ja. Könntest du mir die Nummern sagen, die du gerne möchtest? Die erste erstmal. 69. Jürgen. Elena. Ja, gut, pass auf. Wofür gibst du ungern Geld aus? Für Klamotten. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich darauf überhaupt keinen Wert lege. Also ich hab zu Mode keine Beziehung. Ich habe am liebsten wirklich schwarze Hosen, dunkle graue oder von mir aus auch blaue T-Shirts oder Polos, und damit ist mein und die bunten Hemden, falls diese Frage jetzt kommt. Welche bunten Hemden? Die ich in Dienst trage, sind eine reine Dienstkleidung. Ergibst du denn für die viel Geld aus? Nein. Nein, die muss ich meist auch ja nicht bezahlen, weil ich kann ja dann, wenn ich eins, also ich brauche sie ja auch für die Bühne, und dann kaufe ich die vom Sender, da kriege ich sogar dann noch, kriege ich noch einen Rabatt. Und dann ist das recht. Die kosten auch heute. Also so ein Hawaii, echtes Hawaii-Hemd, was man heute übers Internet bezieht, weil aber wirklich aus Hawaii kommt, da zahlst du jetzt vielleicht 50, höchstens 50 Euro. Aber wie hast du, das ist eine interessante Frage, weil wie es noch nicht dieses Internet gab, ne? Wie hat man denn da das Hawaii-Hemd bekommen? Selten. Also manchmal gab es welche, aber meistens war es so, meine langjährige Kostümbildnerin ist ja Ulla Maywald, die Frau von Armin Maywald, dem berühmten Mausvater. Und die hat dann bunte Stoffe besorgt und hat daraus nach dem Schnitt, den sie angefertigt hat, bunte Hemden gemacht für die Sonne. Ach, hör auf! Ja. Hast du denn alle Hemden noch? Nein. Verlost du die? Nein, ja, ich hab schon mal verschiedentlich welche. Ich habe einfach nur noch die paar, die ich brauche. Und du hast keine alten mehr mit deinen Unterschriften, die man wie so ein Rockstar ins Publikum wirft? Nein, nein, das war bei mir sowieso nicht. Einmal hat jemand eine Unterhose auf die Bühne geworfen, schön gelb im Schritt. Und das war aber dann ein Scherz. Und Büstenhalter wurde auch einmal geworfen, aber eine Übergröße. Das war dann auch ein Scherz. Wieso? Kann doch sein, dass die Frau eine Übergröße hatte. Ja, aber da stand dann was, stand dann was Lustiges drauf. Es war wahrscheinlich, war wohl wirklich ein Scherz. Es war keine sexuell eingefärbte, an Tollwut grenzende Begeisterung, wie das im Rock'n'Roll so üblich ist. Naja, aber vielleicht wissen Sie ja, dass Sie bei dir eine Büstenhalter werfen, der als Scherzartikel gedacht ist, und wenn sie dabei was Lustiges draufschreiben, dass du das so nett findest, dass du dich daraufhin melden wirst, also eigentlich ja sehr geschickt, weil würde ich dir jetzt wirklich einen Büstenhalter zuwerfen, würdest du dich ja nicht melden, weil du ja zu intelligent dazu bist. Mache ich aber da vielleicht ein Gedicht rein oder was, könnte es doch sein, dass du danach ein Autogramm schickst, oder nicht? Ja. Oder ein Büstenhalterwitz. Kennst du einen? Büstenhalterwitz? Ja. Nee. Was ist ein heiliger Büstenhalter? Der schnell ausgezogen wird? Nein, wenn man hinten aufmacht, fallen vorn zwei auf die Knie. Entschuldige. Siehst du eigentlich, dass da, ich möchte das kurz sagen, ich sehe, dass da so Sexleute schreiben, und ich finde das unmöglich. Geht auf eure Seite sexen, wo ihr sexen wollt, aber nicht in meinen Talk. Ich finde das schrecklich. Ich kann es aber erst nachher blockieren, weil ich kann es jetzt nicht blockieren. Ich mag sowas nicht. Und dieses leckt jemand gern mag ich schon gar nicht in meiner Sendung haben.
Ich stehe hier, jemand hat Gabriele blockiert. Also die. Ja, mach die mal weg, die Gabriele. Die ist ekelhaft. Ich kann ja nichts machen. Na, ihr müsst die blockieren, ihr Lieben. Ihr müsst diese Frauen, die da lecken wollen am Abend, die will ich nicht haben. Sind das nur Frauen, die lecken wollen, keine Männer? Nee, also das sind ja Frauen, die meinen, Männer wollen dann lecken. Ja, aber ist doch deine Sendung. Warum melden sich denn keine Männer, die anzügliche Dinge? Ist das nicht? Bist nein. Du da nicht nein, ich habe keine Männer, die anzügliche Dinge schreiben und ich bin ganz froh darum. Ja, ich auch. Aber hast du Männer, die dir anzügliche Dinge schreiben? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also ich hab aber auch jetzt nicht geguckt. Also es ist einfach so, dass seitdem das irgendwie populärer wird, das stille Örtchen, hacken sich da so Leute rein, weil die meinen, ja, sie würden darüber jemanden fangen. Ah. Wie die Büstenhalter-Geschichte, Jürgen. Verstehst du? Wie als wenn ich dir einen Büstenhalter schicke und dann, verstehst du das? Ja, nimm einfach die nächste Frage. Ja, aber welche Nummer denn? 10. 10. Aha. Was würdest du eher wählen? Käse oder Fleischfondue? Fleischfondue, Käsefondue. Habe ich mal gegessen. Ist es auch lecker, kriege ich aber das Sodbrennen meines Lebens, einfach aufgrund des Fettgehalts. Und ich würde auch am nächsten Tag 3 Kilo mehr wiegen. Also das ist der Genuss nicht wert. Dürfte also, ich dir dazu was empfehlen zum Käsefondue? Nein, ich will ja Fleischfondue. Ja, aber pass auf, der Käse ist ja, ich muss es dir trotzdem empfehlen, weil ich habe ja in der dritten Schwangerschaft, habe ich mich ja quasi 3-mal die Woche vom Käsefondue ernährt. Ich war süchtig, ja. Oh. Und ich habe einen Trick herausgefunden, weil ich kriege das Gleiche, wie du das so, wenn du musst zum Käsefondue 202 Flaschen Cola trinken. Weil die Cola zersetzt den Käse. Alkohol ist völlig falsch, weil Alkohol, wissen wir ja, also wenn du jetzt ein Stück Fleisch in Alkohol wirfst, dann konserviert es ja. Wirfst du das in Cola, zersetzt es sich. Nee, das stimmt auch nicht. Habe ich jetzt mal in irgendeinem Beitrag gesehen, das ist ein Märchen. Also ich bitte dich, das trotzdem nochmal auszuprobieren und auf mich eine Cola zu trinken. Du bist ja, nein, ich trinke Koffein und kalorienfreie Cola. Oh, Jürgen, du bist so wahnsinnig gesund, das ist der Wahnsinn. Sag mir noch eine Nummer. 15. Bei welchen Filmen hast du geweint? Oh, das sind nicht wenige. Ich weine... Es gibt immer eine Stelle bei Nashville von Robert Altman, der alte. Den kenne ich nicht. Nicht die Serie, sondern der Film. Gab es lange Zeit nicht, jetzt gibt es ihn wieder. Da gibt es eine Szene, wo ein wunderbarer Schauspieler, den ich auch sehr gerne sehe, der aber immer nur Nebenrollen hatte, er im Krankenhaus erfährt, dass seine Frau verstorben ist. Oh. Und das spielt der so, dass es mich regelmäßig, egal wie oft ich die Stelle sehe, zerreißt. Aber richtig zerreißt. Dann im Hauptmann von Köpenick habe ich geweint. Dann wenn der auf der Schwelle steht, wenn der sagt, ich stehe auf der Schwelle. Nee, das ist so ein Monolog, so ein längerer Monolog, so im letzten Drittel des Films. Und dann, es gab, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nur, dass mich das auch gerissen hat. Und dann gibt es einen alten Film, wo das glaubt das Muttersöhnchen mit Didi Hallerford. Da hat er auch eine Stelle, die mich so rührt, da muss ich auch heulen. Also ich heule eigentlich bei jeder Gelegenheit. Aber heulst du nicht auch bei Vom Winde verweht? Das ist, glaube ich, zu lange. Also das ist einfach jetzt von der Machart zu... Ich müsste noch mal gucken. Aber ich wüsste nicht, dass ich da... Ich weiß, dass ich bei Onkel Toms Hütte, bei dem Buch, habe ich entsetzlich geweint. Am Schluss. Aber ich muss noch zum Hauptmann von Köpenick. Ich habe den Junke ja im Gorki-Theater gesehen. Mhm. Ja, im Hauptmann von Köpenick. Und einmal hat es die Thalbach gespielt, was sie für ihn eingesprungen ist. Das habe ich gesehen. Und beim nächsten Mal mit dem Harald. Und dann hat er diese Szene, ich glaube, das ist das letzte Drittel. Da geht es um den Fußabstreifer. Was soll ich ihm denn sagen?
wenn ich nach oben fahre. Und da habe ich im Gorki-Theater, weiß ich noch, dass ich Rotz und Wasser geweint habe. Ja. Wie der da stand und sagte, so ganz pur plötzlich war und sagte, Ich hab, wo du das sagst, ich habe im Schlossparktheater Katharine Nerling mit Over the Rainbow, wo sie Judy Garland spielt, da habe ich auch geheult. Ja, ne? Also manchmal. Das ist übrigens, das kann ich nur jedem dringendst empfehlen, wenn das wieder aufgelegt wird. Das wird ist, es wieder aufgelegt? Ich hoffe es. Naja, jetzt im Moment ist ja nun sowieso alles scheiße, aber ich hoffe es dringend. Ja. Weil ich würde auch wieder reingehen. Und wo, im Schlossparktheater? Letztes Jahr also, oder was? Egal wo. Ja, Katharine Merling als Judy Garland. Okay, gucke ich mir an. Ja. Jürgen, noch eine Nummer bitte. 27. Das wäre jetzt die vierte Zahl, die wir spielen. Ja. Aha. Oh. Da kommt wieder das Hänschen-Thema zum Vorschein. Ja? Für wen hast du denn als Teenie besonders geschwärmt? Ich mochte Uschi Glas als Schätzchen. Ja. Dann das Engelchen, wer war das nochmal? Engelchen? Ja, das war auch ein Film aus dieser Zeit. So eine blonde, sehr, sehr schöne Schauspielerin. Kennt das jemand von euch, das Engelchen, wer das gespielt hat? Wo die immer diese ganz bestimmte Abgehmusik, wenn sie am Knallen waren. Kenn ich nicht. Ja, kommt bestimmt. Gila von Weitershausen, sagt Hasenfee. Ja. Ein Schuss, sag ich dir, mit der habe ich auf dem Traumschiff gedreht. Die ist aber im Alter auch ein Schuss. Ja, habe sie ja auch mal kennengelernt. Habe ja auch gesagt, dass sie in sie verliebt war. Sie war hat aber sie gesagt? Sehr, hat sehr gefasst aufgenommen. Wirklich? Ist sie nicht rot geworden? Nö. Nö? Nö. Also wenn du mir sagen würdest, dass du in mich verliebt warst, Nummer 34. Ja, entschuldigung. Gleich geht's weiter. Welches Buch hast du als Kind am liebsten gelesen? Oh, das kann man gar nicht sagen. Ich habe eine Menge Lieblingsbücher. Also mein erstes Buch, da habe ich übrigens auch geweint, war Schumm, der Edelmarder des Bergwaldes, weil Schumm am Ende erschossen wird. Dann natürlich die wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Nils Holgersson. Oh, da habe ich aber auch geweint. Ja, das Nils ist aber ein tolles Holgersson. Buch. Dann die, bitte. Mit den Gänsen davon. Bitte. Reiß dich zusammen. Ja, dann die Dr. Doolittle-Bücher und natürlich Tom Sawyer. Hast du denn die unendliche Geschichte nicht gelesen? Nee, da war ich schon zu alt. Wirklich? Kam ich ein Ende so spät? Ja, für mich schon. Siehst du, Jürgen, ich habe ja das Gefühl, uns trennen kaum Jahre. Ja. Aber ja. Das stimmt vermutlich nicht. Nein, das stimmt nicht. Gut. Du bist 34 und ich bin 72. Ja, das, ja. So lassen wir es stehen. Es wäre, dein Alter reduzieren wir runter. Wo hätten wir denn, jetzt hätten wir Frage 6, sind wir bei 6, oder? Bei 6? Mhm, 42. Ah, oha. Da bin ich aber gespannt. Was ist das Mutigste, was du jemals gemacht hast? Ja, gut, das waren diese Nummern beim Bund, so eine Schlucht überqueren, auf einem Seil liegend. Nein, das hast du nicht gemacht. Doch, das musste ich ja machen. Man ist da zwar gesichert, aber es ist ein scheiß Gefühl, wenn du runterguckst. Also du liegst auf dem Seil, der rechte Fuß hängt nach links und das Knie, also ne, der Rest des Beins vom Knie hängt nach rechts und das linke Bein hängt links runter.
Und man liegt aber bäuchlings auf dem Seil und zieht sich so vorwärts und guckt dabei, wenn man runterguckt, ist man doof, weil es scheiße aussieht. Sag mal, entschuldige, ich möchte jetzt nicht schlüpfrig werden. Ne? Aber wenn das linke links ist und das rechte rechts, wie ist es denn in der Mitte? In der Mitte reibt es. Das ist ja unangenehm. Das ist unangenehm, das ist aber nicht dein Hauptproblem. Das Hauptproblem ist das Schwindelgefühl, wenn du runterguckst. Ja, komisch, dass man das nicht kann. Ich kann ja zum Beispiel nicht über so ein Gitter gehen, weißt du? Ich habe auch Höhenangst, das habe ich auch bei der Bundeswehr erst festgestellt. Ja, es war denen wahrscheinlich wurscht. Ja, war denen wurscht. Noch eine Frage haben wir. 57. Welches war dein bestes Schulfach, welches dein schlechtestes? Also schlecht waren diese ganzen Geschichten, Mathe, Physik, Erdkunde, Chemie, diese Sachen, also alles Naturwissenschaftliche. Und mein Bestes war Deutsch. Ja. In Kunst war ich gut. Ich war auch gut in den Sprachen, also Englisch, Latein, Griechisch, das war alles sehr gut. Du kannst gut Sprachen? Nein, ich bin halt Altsprachler. Das heißt, du hast Altgriechisch, Latein und dann Englisch gekriegt, oder so war's? Ja, genau. Und hast du das große Latino? Ich habe das Riesenlatinum, weil ich das ja 9 Jahre lang gelernt habe. Ja, meine ich ja. Das gibt es ja 9 Jahre, 7 Jahre alt Griechisch und 5 Jahre Englisch. Das ist sozusagen, das wäre mein Untergang. Ja. Oder? Ja. Also das hat mir auch Spaß gemacht. Kannst du denn auch gut Dialekte? Das weiß ich gar nicht zum Beispiel. Ich arbeite auf der Bühne mit Dialekten, aber ich kann nicht, also ich reiche natürlich nicht an Peter Frankenfeld ran. Oder sagen wir mal, Florian Schröder hat auch jede Menge Dialekte drauf. Ich kann wirklich nur, also die rheinische Färbung, dann natürlich die Aachener Färbung, die also Laschet hat oder Ulla Schmidt. Herrliche Färbung, finde ich das. Es ist ein bisschen primitiv, wenn man das so hört. Also man muss sagen, das klingt nicht besonders elegant. Aber jetzt, dann, wenn du dann nochmal ins Ohr flüsterst mit dem Hansi in dem Dialekt, mach es einmal für mich. Wie Hansi? Ja, wie die dir gesagt hat, mit dem der Hansi. Das hat der die Sohn. Nicht im Dialekt gesagt, das war ja keine Aachenerin. Aber das im Dialekt wäre auch schön. Das würde im Dialekt, also bist du der Sohn vom Hänschen? Ja, da vergeht mir doch aber wieder. Ja. Manche Sachen gehen im Dialekt, da braucht man Hochdeutsch, oder? Ja. Ich glaube, dass man in der Erotik, was finde ich eine interessante Frage, wo es ja hier auch so erotisch zugeht heute, ne, dass man in der Erotik Hochdeutsch braucht. Kommt drauf an. Also, Gut, Jürgen. Ich meine, so, es gibt so Sachen, die turnen also ein kleines bisschen ab, aber an für sich finde ich, ich bin ein großer Freund von Dialekten, weil Dialekt schafft immer so eine ganz andere Vertrautheit, wenn man das auch dann so ein bisschen, ich komme ja quer durch Deutschland und ich habe eine ganze Menge Mitarbeiter aus dem Saarland zumindest gehabt. Das ist jetzt, man meint auch, das ist unsinnlich, aber wenn man so ein paar Wörter kann und dann hat man dann auch Gerd Dudenhöfer sofort im Ohr als Familie Heinz Becker und das ist schon, das ist auch Entschuldige, ich schreibe gerade eine, man muss ja auch nicht immer reden. Nee, muss man auch nicht. Ja. Man kann das sächsische Plappermäulchen kann man dann auch schließen. Langen auch das Bayerische gehört dann geschlossen, möchte ich sagen. Ne? Ja. Das Österreichische ist ganz fein. Das, so viel kann man sagen. Ich weiß nicht. Also wenn ich so Lisa Herzog höre, wobei... Bei ja, der, die ist aber derb. Die ist nee, ja derb. Die ist nee, ja nicht die ist, fein. Nein, die ist nicht derb. Aber bei der stört mich weniger das Österreichisch als dieses furchtbare Bühnen-Ess. Dieses Inge Meisel Götschke Orge Bühnen-Ess, weißt du? Dieses, ja, dieses Gezischte. Aber das ist oft, ich stelle sowieso dieses Ess,
Also hör mal, es oft fest, sage ich dir. Also, enge Meisel war schon. Könntest du mir dann, Jürgen, wir müssen jetzt, es schreiben ganz viele Leute und jetzt, da muss ich was zu sagen, entschuldige, du hast das noch nicht mit mir gemacht. Und zwar machen wir ein Foto und diesmal, ihr Lieben, bitte macht ein Screenshot und ich erkläre euch, wenn der Jürgen nach Hause geht, was es heute mit sich auf sich hat, ist auch kein Deutsch. Nee. Aber welches, heute gibt es ein kleines Gewinnspiel. So. Das heißt, du kommst nach vorne, Jürgen, du hast das noch nie gemacht. Ich werde du und du wirst ich. Ich bin vorne. Naja, nee, pass auf. Guck mal, ich mache jetzt mal einen Zopf, weil du hast ja kurze Haare. Du musst jetzt hochgehen, du musst jetzt ein bisschen als aufstehen. Guck mal, ich bin so und du wirst mein Unterteil, Jürgen. Könntest du die Brille ausziehen, die wirft einen Schatten? Oh, dann sehe ich doch nicht mehr, wie ich richtig bin. Du musst doch nicht, du bleib einfach stehen, ein bisschen höher und ich gehe runter. Und jetzt ein bisschen höher noch, Jürgen, ganz kleines Stück höher, ja. Und jetzt gehe ich näher, genau, ja. Ja, lachen und red mal was. Das ist doch Unsinn, was wir hier machen. Nein, du musst ein bisschen höher wieder mit den Augen, Jürgen. Das sind deine Augen. Nein, ich, guck mal, du musst höher. Oh, ich habe einen Krampf. Noch einmal, du hast einen Krampf? Ja, mach, geh hin. Ja, du musst höher, Jürgen, du musst die Augen müssen weg. Bisschen die Nasenspitze runter. Lächeln. Habt ihr die Fotos? Super, danke, Jürgen. Du warst, ich möchte sagen, wir waren verschmolzen. Ja, jetzt merke ich es auch. Jürgen, mein Herz, ich möchte mich bei dir bedanken. Ist das schon wieder vorbei? Du, wir haben jetzt schon wieder, ich möchte es dir sagen, und du warst von, wir haben schon wieder 45 Minuten verbracht, wir beide. Ich wollte noch für dich singen und alles. Ja, das sing noch. Sing noch für mich, bevor wir auflegen. Ich wollte Buchtipps geben. Ich wollte. Der beste Krimi, den ich lange, seit langem gelesen habe, Andreas Pflüger, niemals, über eine blinde Agentin in einer Berliner Spezialeinheit. Unfassbarer Stil, Wahnsinn. Aber ich möchte, entschuldige, bevor du Bücher von fremden Menschen empfiehlst. Onkel Hassans, wundersame Wiederauferstehung in einem alten Mercedes von Haya Tadic, das ist die Frau von einem sehr, sehr geschätzten Autor, einem Kollegen von mir. Eine tolle Geschichte auf einer DDR-Passage ja. Auf der Zeit der Mauer. Eine türkische Familie will in die Türkei, durchquert die DDR und der ungeliebte Onkel stirbt. Und da müssen wir jetzt was machen. Und nehmen also DDR-Bürger mit, als ehrlich verkleidet. Sehr schöne Geschichte. Aber ich möchte, Jürgen, du kannst doch nicht immer andere empfehlen. Du hast ein Hörbuch jetzt draußen. Empfiehl doch das mal. Das ist ein wunderschönes Hörbuch. Das ist Nudel im Wind im einen Teil und das andere ist ein kleines Best-of der bisherigen 14 Bücher. Sind natürlich nicht alle 14 Bücher. Das ist ein großartiger Abend oder zwei großartige Abende waren das in den Wühlmäusen. Es hat sogar eine Frau gerufen, ich will ein Kind von dir, das ist drauf. Das hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Wirklich? Ja, es hat mich sehr aufgewühlt. Kann bitte irgendeiner von euch schreiben, dass ihr ein Kind vom Jürgen wollt? Das war doch schon, haben sie schon gemacht. Wollten die schon ein Kind von dir? Ja, wollten schon. Haben sie heute geschrieben, dass sie ein Kind von dir wollen? So. Jetzt singst du für mich ein Schlaflied. Na, mal gucken, ob du den Sänger erkennst. Der war bei Geld oder Liebe und hat mir noch lange geschrieben und war der Pianist in dem Hotel, in dem Pretty Woman gedreht wurde. So, jetzt habe ich schon Hilfen gegeben. The phone booth in Vegas, Jesse called at 5 a.m. Tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a train up by the sea. We could go to Mexico, you, the cat and me. We drink tequila and look for seashells. Doesn't that sound sweet? Jesse, you always do that every time I get back on my feet. Jesse paint a picture about how it's gonna be. But now I should know better. Your dreams are never free. Tell me all about our little trailer by the sea.
Jesse, you can always sell any dream to me. Jesse, you can always sell any dream to me. Und wer ist es? Du. Joshua Caddison. Du bist es. Ja. Wunderschön. Du kannst ja richtig toll singen, Jürgen. Ich weiß, ich weiß. Schreibt jetzt, dass ihr ein Kind von Jürgen wollt. So. Jürgen. Das war schön. Das war schön. Ja. Ich möchte, dass du immer wieder kommst, Jürgen. Du weißt, was wir beide jetzt machen anschließend? Wir telefonieren nochmal. Nein, wir gucken Rita auf Netflix. Ah ja, wir gucken Rita auf Netflix. Genau, tun wir auf jeden Fall. Meine und neueste Entdeckung. Das schon, hast du mir vorhin auch kurz erzählt. Ja. Guckt euch mal Rita auf, wer Netflix hat, an. Der Jürgen sagt, das ist super. Jürgen, und du fängst jetzt wieder an, viele Open Airs zu geben. Das Fernsehen ruft nach dir. Ich werde dich möglicherweise nicht mehr bekommen, erst vor Weihnachten. Vielleicht. Nach Weihnachten. Guck, bitte, Jürgen, komm. Wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ihr bleibt bitte alle da. Ich guck, ganz viele Kinder. Ich will einen Hund von dir, hat eine geschrieben. Ist ja unfassbar. Ich weiß. Du weißt, was sie mir sagen will. Sie möchte Doggy-Style. Nein, das will sie, Jürgen, das will sie bei uns ganz sicher nicht sagen. Nicht? Sondern sie weiß, dass du ihr kein Kind schenkst, aber vielleicht einen kleinen Welpen. Ja, wo soll ich einen Welpen hernehmen? Naja, da gibt es ja auch im Tierheim genug, die jetzt gerade ausgesetzt wurden. Ja, auch Goldfische werden ja dauernd ausgesetzt. Das ist auch preisgünstiger. Ja, das könnten wir dann ja auch nochmal besprechen. Ja, gut. Mach schöne Open Airs. Vielleicht komme ich bei einem mal heimlich vorbei und dann werfe ich dir meinen BH hoch. Das wäre sehr schön. Und schreib einen schönen BH-Witz rein. Mach ich. Tschüss. Ciao, mein Schatz. Ciao. Tschüss. Ciao. Grüße an alle. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben. Mann, heute ist es ja, das war der Jürgen von der Lippe. Und jetzt, weil ich das wollte, ich ja anders anfangen. Ihr habt jetzt diese Fotos gemacht. Und jetzt ist es nämlich so, es sind nämlich verschiedene Sachen passiert. Ihr wisst ja, dass ich, jetzt kommt die Werbung, also Werbung ist es eigentlich nicht, dass ich einen neuen Sponsor habe, und zwar Und Gretel. Und das ist der Lippenstift, den ich ja schon habe. Den habe ich drauf. Guckt. So. Schaut. Und das ist Love Berry. Und mein Paket, ich bin ja gestern nach München gekommen, mein Paket ist nicht angekommen, weil gestern Feiertag in München war. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was für ein Feiertag in Bayern ist. Es ist auch völlig unsinnig, einen Feiertag auf den Samstag zu legen, weil dann haben wir alle gar keinen frei. Fakt ist, mein Paket ist nicht angekommen. Ich habe heute mit der Steffi gesprochen, der Chefin von Und Gretel, hat gesagt, mein Paket ist nicht da, das kommt morgen und dann besprechen wir alles. Aber ich habe gesagt, ich möchte, weil ich das ganz toll finde, dass ihr euch mitgefreut habt, dass ich einen Sponsor habe und dass das klappt jetzt. Und dann habe ich gesagt, Steffi, ich möchte bitte, dass ihr was davon habt. Jetzt haben wir gesagt, fürs Erste, für heute verlosen wir diesen Lippenstift. Den kriegt ihr sozusagen, also ihr verhashtaggt mich und dann markiert ihr Und Gretel und dann ihr macht @ElenaUhlig, @UndGretel und Hashtag, guckt mal hier, Uhlig stilles Örtchen. Und dann kommt es ja in die Storys und ich habe mir heute überlegt, dass die Nummer, damit auch jeder eine Chance hat, also heute ist der 16. August. Ich habe 4 Kinder. Ich bin 14 Jahre mit dem Herrn Karl zusammen. Und die Zahl, die da rauskommt, ist 2034. Die 34. Story, die heute bei mir rankommt, die bekommt diesen Lippenstift. Also natürlich nicht meinen, sondern einen nagelneuen von Und Gretel geschickt aus Berlin. Und das ist ganz toll, dass ihr auch so viele Fragen gestellt habt. Das könnt ihr total gern. Die Maike von Und Gretel ist auch heute dabei und stellt Fragen dazu, wenn es euch interessiert. Das ist zertifizierte Naturkosmetik. Ich mache das aber nochmal an anderer Stelle, dass ihr das auch genau wisst, damit ihr auch mitgehen könnt, was da jetzt passiert. Und ihr könnt aber auch an Und Gretel direkt schreiben. Ja, die antworten auch direkt. Das ist keine Hotline, die dahinter sitzt, sondern das sind reale Menschen. Das ist ein kleines Label in Berlin und die antworten euch, wenn ihr Fragen zu der Marke habt oder was oder auch warum die das unterstützen. Das werden die alles sagen. Die finden einfach das stille Örtchen toll und die finden irgendwie, dass ich immer so ein freshes Rot drauf habe und dass das ja wichtig ist, dass das bleibt, oder? Und wenn ich so viel, ne? Ja, so schön. Und der ist wirklich super. Und der schmeckt auch mega.
Nur wenn ich so viel rede, dann mache ich mal so, damit das nicht reinkommt. Und jetzt macht es, steckt das in die Stories, steckt das in die Stories. Diese ganzen Sexbot machen mich schon verrückt. Morgen werde ich mich verändern, da werden diese Nägel abkommen, der Shellack. Schon auch alles kaputt, wie ihr seht, weil ich am Dienstag anfange zu drehen. Ich bin selber sehr nervös und mir die Haare werden blond. Ich werde blond, weil die Hauptrolle dunkel ist, also muss die beste Freundin blond werden. Das werde ich morgen, dann schicke ich euch mal ein Video, wie ich dann aussehe. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag, wenn es wieder heißt Ulig stilles Örtchen. Diesmal mit Max von Pufendorf. Ich weiß nicht, ob den alle kennt. Ich kenne den sehr gut. Ich habe mit dem studiert an der Schauspielschule. Und gibt es sehr lustige Geschichten zu erzählen. Und der ist ganz, ganz, ganz toll. Ein ganz feiner, toller Mann. Er ist wie Jürgen, fein und toll. Und der kommt am Donnerstag und da freue ich mich sehr drauf. Und am Sonntag kommt die Aglaya Schischkowitz und nächste Woche kommt die Marianne Höppner. Und so geht es weiter, lustig munter. Ich hoffe, ihr habt morgen Ferien. Wer nicht Ferien hat, dem wünsche ich einen ganz, ganz tollen Start in die Woche. Und wenn ihr Lippenstift gewinnen wollt, dann tut das jetzt in die Stories. Und toll, dass ihr dabei wart. Und ich muss euch tatsächlich sagen, dass ich euch sehr gerne habe. Aber nicht verraten. Tschüss. Und jetzt kommt der Jingle. Das war's bei Ulig Stimmörtchen. Endlich mal in Ruhe reden. Danke, Jürgen!